Meine Güte, es fühlt sich an wie eine halbe Ewigkeit, dass ich zuletzt in den Spiegel geschaut habe und gesagt habe, jupp, der schaut gar nicht so scheiße aus. Aber eigentlich geht es um Rise of Nations, der Mod habe ich seit Ewigkeit nicht mehr gespielt. Aber es ist mal wieder an der Zeit, denn die liebe Maschine hat sich gewünscht, dass wir heute ein erstes Weltkriegsszenario machen. Und da der gute Herr ja seit längerem schon unsterbliche Krabbe ist, und ihr wisst ja, Kanalmitglieder auf den höchsten Stufen dürfen sich hier nur wieder was wünschen. An der Stelle geht viel Liebe raus an alle Unterstützer dieses Kanals, aber natürlich auch alle anderen, die hier regelmäßig zuschauen. Nur dank euch kann ich hier immer wieder hochqualitative und interessante Videos für euch erstellen. Deswegen mega fettes Dankeschön an alle fürs Supporten. Und dieses Video ist, wie gesagt, ein Wunsch von Dominic the Machine. Grüße an der Stelle gehen natürlich auch raus. Und der möchte, dass wir heute den ultimativen Verrat begehen, nämlich mit Britannien spielen. Mit Britannien im Ersten Weltkrieg auf einem der zweithöchsten Schwierigkeitsgrade. Ich sag mal, wir spielen auf Elite, weil ich bin ja kein Kind. Habe ich mich gerade unbeliebt gemacht? Nee, oder? Naja, unsere Aufgabe ist es, die Ente oder die Achsenmächte zu vernichten. Das bedeutet auf gut Deutsch gesagt, ich habe rein theoretisch die Möglichkeit, dass wir die Geschichte heute ein bisschen verdrehen. Und mit verdrehen meine ich auch zum Teil manchmal meinen Kopf, wenn ich nämlich irgendwelchen geilen Krabben hinterher schauen. Habt ihr gedacht, ne, ich sag jetzt was anderes, gell? Ja, ja. Wir machen auch Scripted Peace Deals aus, die mag ich nicht. Playlet Peace Conferences sind an, die gibt's hier sogar als Ding drin, ne? Naja, er wollte von mir, dass ich das auch nochmal extra als Mod installiere, gut. Ansonsten haben wir noch die Course and Claims GUI Mod mit drin, das heißt, wir können eroberte Gebiete dann auch für politische Macht integrieren. Und er war sehr großherzig, er hat gesagt, ich bekomme 4 extra Forschungslots. Das finde ich auch immer sehr nett, wenn mir Leute extra Forschungslots geben. Muss nur kurz herausfinden, wo das nochmal war, ich habe nämlich absolut keine Ahnung. So, wir haben 4, dann machen wir jetzt daraus 8. Sehr großherzig von ihm. Und mit 8 Forschungslots bin ich dann immerhin in der Lage, zumindest ein paar Basic-Sachen zu erforschen. Für alle, die Rise of Nations nicht kennen, das ist eine Mod, die vom 18. Jahrhundert irgendwas bis ins Jahr 2000 irgendwas geht. 1900 bis 2020 war es. Naja, war ja fast richtig gelegen. Für alle, die es übrigens interessiert, ich habe in letzter Zeit Rookie angeschaut. Hübsche Serie, wirklich sehr empfehlenswert. Aktuell schaue ich Blacklist, auch auf Netflix verfügbar. Und auch keine Werbung oder so. Das ist halt einfach das, was ich nebenbei schaue, wenn ich 10 bis 20 Stunden mit Heu4 verbringe, um die Videos zu machen. Was schaut ihr aktuell so für Serien? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich meine, Blacklist hat 10 Staffeln, da bin ich noch eine Weile beschäftigt. Ich bin erst in Staffel 2. Aber vielleicht brauche ich was für die Zukunft. Ich meine, ich sitze ja den ganzen Tag vorm PC. Jetzt lass mich mal kurz den Fokusbaum abchecken. Was können wir denn hier machen als Britannien in diesem 1910er-Szenario? Es gibt die irische Frage. Naja, natürlich unterwerfen, was auch sonst. Markt, Generäle, ein Büro eröffnen, wenn es eins auch wirklich reichen sollte. Und dann gibt es Wahlen, Demokratie oder ein Wandel, ein Coup. Also am Ende des Tages, sage ich euch ganz ehrlich, kann ich mit beiden Sachen nicht wirklich was anfangen, aber mal gucken. Wir treiben das einfach mal ein bisschen voran, nachdem wir die irische Frage beantwortet haben. Und natürlich möchte ja auch die Forschung nicht fehlen. Ihr seht ja, wir kommen da bis ganz nach hinten, aber wir werden irgendwo 1915 bis 1920 spätestens idealerweise fertig sein, je nachdem wie das Ganze hier wieder ausgeht. Auch interessant, wir können schon relativ früh Railway Guns, also quasi Kanonen auf Schienen erforschen. Basic HOI4 dauert es ja ein bisschen länger. Wir gehen auch gleich mit radioaktivem Material, falls wir uns dazu entscheiden, nicht eine von beiden Fraktionen, sondern einfach beide Fraktionen auszulöschen, nämlich Ente und Mittelmächte. Und ja, ich nenne es Entenmächte, da regen sich die Leute immer so schön drüber auf. Keine Ahnung warum. Mein Lehrer hat immer gesagt, man nennt es auch einfach Ente. Und da sage ich, okay, passt. Denn das, was wir in der Schule lernen, das lernen wir fürs ganze Leben. Das ist wichtig, Leitz. Was ist das hier eigentlich? Das ist einfach ein Hund mit einem Obstkorb auf dem Kopf, weil irgendein Fehler hier drin ist. Geil. Global Politics, ja, ja. Das ist so eine Sache hier in dem Spiel, oder in der Mod, beziehungsweise, die auch nicht in der Videobeschreibung verlinkt ist. Wir haben die Möglichkeit, dass wir unsere Ausgaben erhöhen oder verringern. Und dann gibt es eben unsere, ja, regionalen Mächte, unsere Weltmächte oder unser Weltmachtstatus. Je stärker wir werden, desto mehr Vorteile haben wir. Während wir in anderen Bereichen halt Nachteile haben. Zum Beispiel, je größer unsere Armee, desto mehr Abzüge haben wir. Je stärker wir sind, desto mehr Vorteile haben wir. Je stärker unsere Luftwaffe und so weiter. Ne, ihr seht das ja. Da haben wir dann wieder Abzüge. Marine haben wir dann auch wieder Abzüge. Und beim Glauben haben wir grundsätzlich nur Abzüge, weil Glauben ist grundsätzlich was Schlechtes. Im Spiel natürlich, nur in echt natürlich überhaupt nicht. Ich muss ja wieder aufpassen, was ich sage. Nicht, dass wieder irgendeiner auf den Gedanken kommt, mich hier wegen irgendwelchen komischen Verbrechen anzukreiden, wo es hier ein Video ist, was zur Unterhaltung dient. Der hat was gegen Religion gesagt. Der Schuft. Übrigens, wirklich nur rein Interesse halber, weil es mich einfach mal interessiert, wie es bei euch so ausschaut. Seid ihr gläubig oder welche Religionszugehörigkeit habt ihr? Ich zum Beispiel bin ausgetreten, ich bin ein Atheist. Und wie ist es bei euch so? Und die Frage ist jetzt, kann ich die Iren jetzt dann einfach gewaltsam unterdrücken? Oder ich verstehe diesen Fokusbaum nicht ganz in der Mod.
Ah, schauen wir auch mal, wie die Deutschen sich heute schlagen werden. Mit Österreich-Ungarn sind sie ja wie gewohnt verbündet. Die Franzosen halten schon Händchen mit den Russen. Man kennt's alles. Albanien muckt sich gegen die Osmanen auf. Da werden sich wahrscheinlich noch andere anschließen, glaube ich. Oder so. Ich habe keine Ahnung, was wir mit Irland machen. Aber irgendwie unterdrücken wir sie mit Gewalt, was ich ja grundsätzlich positiv finde. Wir haben aber keine politische Macht. Wir haben minus 0,5 Eis pro Tag. Ah, Steuererhöhung. Endlich mal was Deutsches. Wir haben halt fast wieder Deutschland-Gameplay hier. Ja, schaut euch China an, Alter. Hat lange gedauert, bis es wieder so ähnlich ausgeschaut hat. Haben sich ein bisschen selber kaputt gedacht. Schau mal hier. Yi Kuang, der hat nicht mal einen Nachnamen. Das waren noch Zeiten, wo die Chinesen keine Nachnamen hatten. Hm. Und Siam herrscht jetzt Rama der Sechste, nachdem Rama der Fünfte gestorben ist. Ich muss schon sagen, ich finde es echt faszinierend, dass die einfach von einer Buttermargarine regiert werden. Dann gehen wir auf Planwirtschaft. Ich finde, Planwirtschaft ist etwas, das wir heute mal angehen sollten. Ah. Nachdem der erste Krieg für die Albaner so gut lief, gibt's direkt den zweiten. Ach, scheiß Dreck, ey. Ach, scheiß Natur, ey. 2 Wochen war ich gefangen in diesem Dickicht voller Schilf, Alter. Wer kommt denn auf den Gedanken, in die Natur zu gehen? Ich glaube, ich spinne, Alter. Der Wald hat mir besser gefallen. Scheiß Weiher und Seen und Fische und Gestrüpp und Viecher. Ich komme mir hier vor wie im Sammelsurium für irgendeine zoologische Anstalt. Ach, ich geh jetzt wieder nach Hause, mach Videos, Alter. Viel entspannter. Oder am Baller ans Tri oder so, keine Ahnung, abonniert die Krabbe. Ist ein cooler Dude. Kenne ich persönlich nicht, aber ist ganz toll und so, ja. Hm, nachdem der erste und zweite Krieg gegen die Osmanen so gut lief, gibt es nun den dritten Krieg zwischen Albanien und die Osmanen. Wollen mich eigentlich alle verarschen? Also ich habe irgendwie das ungute Gefühl, dass ich niemals in der Lage sein werde, auch nur einen Bruchteil meines Lebens in politischer Macht zu investieren. Minus 0,6, ohne irgendwelche Chance, irgendwas zu machen. Keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ich fühle mich so machtlos und nutzlos. Fast wie im echten Leben. Oh. Irland erklärt uns den Krieg, wenn wir direkte Herrschaft ausüben. Jetzt ist die Frage, ne, weil ich bin ja ein interessiertes Schalentier. Was passiert, wenn ich meine Truppen dahin schicke? So? Mal fürs Protokoll. Keine Ahnung. Interessiert mich. Ich hoffe halt mal, dass mein Plan funktioniert, weil nicht, dass die jetzt hier einfach irgendwelche Fax machen. Was? Hä? Mit wem bin ich denn im Krieg? Hä, Digga, warum sagt mir das keiner, dass ich im Krieg bin, Alter? Was ist denn das für eine Aktion? Cool, ich bin im Krieg und keiner sagt's mir. Ja, ja, basically hat's ein bisschen funktioniert. Ich werde jetzt mal Wahlen machen, keine Ahnung, ob mir das irgendwas bringt. Weil ihr seht ja, warum bin ich jetzt auf einmal Minus? Davor war ich doch auch bei Minus 0. Warum bin ich jetzt bei Minus 50? Was soll der Scheiß? Wie viele Leute haben wir denn gegen uns? Ah ja, immerhin 70.000. Respekt an die Iren. Wir machen nicht Demokratie, wir machen autoritär heute. Komm, YOLO, oder? Oder nicht YOLO, mach mal Demokratie. Ich weiß es nicht, Leute, was machen wir? YOLO. Alle Macht dem König. Aber wo haben die 70.000, Mann? Oh. Nicht Irland hat die 70.000, Mann. Derwisch hat die 70.000, Mann. Verstehe. Naja. Immerhin ist Irland gefallen. War jetzt auch kein großer Act. Königlicher Coup. Da bin ich mal gespannt, was ich jetzt hier gerade wieder anzettel. Oh, what? Die Boxer haben den Krieg gewonnen? Das müsste jetzt normalerweise eine Koalition gegen die Boxer geben, aber... Oder? Haben die immer schon gewonnen? Ich glaube nicht, oder? Oder? Iran ist den Central Powers, also Mittelmächten, beigetreten. Genauso wie Italien. alten Flaggen im Wind. So, Kuh ist hinter uns. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir vielleicht irgendwie mal politische Macht bekommen oder so halt. Oh, hier. Nee, auch nicht. Och, Mann. Oh, Deutschland mobilisiert. Ja, ein bisschen früh, ha? Huh? So, König wurde gekrönt. Hervorragend. Jetzt haben wir auch ein bisschen Stabilität in der Zwischenzeit. Und jetzt hier festigen wir noch die königliche Macht. Italiener möchten einen Nicht-Angriffspakt. Die können mich am Arsch lecken, Alter. Nö. So, königliches Kabinett gibt extra politischen Machtzuwachs. Müssen jetzt kurz mal unsere Flotte dahin schicken, dass wir Seeüberlegenheit bekommen. Ansonsten wird es ein bisschen schwierig hier mit dem Dervish. Ne, warte, ich bin gar nicht mehr mit denen in Krieg. Hä, Digga, was wollt ihr denn von mir, Alter? Jetzt habe ich mich hier 20 Jahre lang runterbewegt, jetzt bin ich mit denen gar nicht mehr im Krieg, so, hä? Ey, Digga, wir sind echt maximal am Arsch. Wir haben keine Manpower, obwohl wir 50 Millionen Kernbevölkerung haben. Wir haben keine politische Macht, wobei wir nicht mehr ganz so viel verlieren. Wir haben keine Ausrüstung, wir haben keine Fabriken, wir haben gar nichts. Was mache ich hier überhaupt, Digga? Ich kann einfach AFK gehen und gucken, wie das Spiel ausgeht in 20 Jahren. Oh, 0,04 politische Macht pro Tag. Super, in 1000 Tagen kann ich dann immer ein Gesetz erlassen. Super. Wow. Italien hat den Osmanenkrieg erklärt. Oh, die Osmanen haben Fat Action am Start. Na, dann mal viel Glück.
Beginne auch mit der Forschung an Flugzeugen. Ich meine, die Dinger werfen nichts ab, außer Menschen, wenn sie rausfallen. Aber in ein paar Jahrzehnten kann sich das natürlich ändern. Osmanen sind jetzt mit allen im Krieg. Das ist sehr, sehr schlecht für die Osmanen. Doch ungewöhnlich, 1912 im Krieg mit der Mittelmacht zu liegen. Und Russland? Hey, what the fuck? Was ist das denn überhaupt, Alter? Er schaut nicht aus wie ein Alexander. Sind die sich sicher, dass sie das richtige Bild genommen haben? So. Warum zum Fick ist da ein Bild von Hitler mit Hakenkreuzen? Wollt ihr mich verarschen? Gut, also KP ist jetzt an der Macht. Die königliche Partei unter Edward. Aber warum war da ein Hakenkreuz, Alter? Was ist das für ein Bild gewesen? Wir sind die Briten, Mann. Österreich-Ungarn ist wieder den Central Powers beigetreten. Ich meine, ich habe jetzt nicht das größte und beste Gedächtnis. Ich würde mich auch manchmal als sehr vergesslich bezeichnen, aber vor 10 Sekunden waren sie noch im Bündnis drin. Keine Ahnung, was sie da schon wieder treiben, diese alten Herren. Oh, nochmal 0,2% mehr politische Macht. Endlich geht da mal was. Musst du wirklich auch irgendwo Respekt zollen? Die sind im Krieg mit einem beschissenen halben Welt und die Osmanen leben immer noch. Mehmet, machst einen guten Job, wird dir aber nichts bringen, weil irgendwann wirst du einfach kapitulieren müssen. Weil ich glaube, von der Manpower her... Ja, 2 Millionen gegen 200.000 Mann. Also das ist wirklich nur die Unfähigkeit der Mittelmächte, dass die noch nicht kapituliert haben, hier die Osmanen. Hä, hier steht, KP wird die regierende Partei. Aber das Ding ist, die KP ist schon regierende Partei. Verstehe ich nicht. Der nächste Balkankrieg, ich meine, ja, untereinander prügeln ist immer noch eine gute Sache, ne? So, also wir können jetzt ein europäisches Büro eröffnen, habe ich schon mal drüber gesprochen. Ich bin ja grundsätzlich niemand, der Büros eröffnet. Und da können wir einen Weg auswählen, entweder Frankreich, Deutschland oder unser eigenes Ding. Und das eigene Ding gibt uns tatsächlich politischen Machtzuwachs. Deswegen, um Himmels Willen, nehmen wir den mittleren Weg, einfach wegen dem politischen Machtzuwachs. Wir haben jetzt 62 politische Macht. Und jetzt können wir endlich Alfred Hardinge einstellen. Kenne ich nicht persönlich, muss aber ein cooler Typ gewesen sein, denn der gibt uns 15% mehr politischen Machtzuwachs. Jetzt kommen wir auf plus 0,3. Oh, es geht endlich langsam voran. Ha, das war's mit den Osmanen. Und jetzt ist der Balkan noch im Krieg mit, naja, den Mittelmächten, Europa quasi. Oh, oh, ein 1% extra rekrutierbare Bevölkerung. Oh, das sieht doch mal gut aus. Wir haben aktuell 0. Das ist nicht so schön. Keiner will bei uns kämpfen. Nee, keiner kann bei uns kämpfen. Ich bin übrigens den ganzen Tag am Überlegen, warum würde man jemanden einstellen, der den politischen Machtzuwachs um 10% verringert? Warum würde man was einstellen, was etwas verringert? So, hä? Das ist so, als wenn ich sagen würde, ich überweise an die Kirche Geld im Monat oder so. Ja, komischer Vergleich. Was? Was ist denn jetzt schon wieder los, Alter? Der Kaiser dreht am... Digga, what the fuck? Hä, was ist das denn für eine Aktion? Die ganze Welt gegen die Amis oder was? Oh, 5 Militärfabriken, sehr cool. Digga, die Deutschen nehmen einfach die USA ein. Was ist hier los? Ah, und jetzt haben sie direkt Frieden geschlossen. Feiglinge. Hm, Griechenland hat Griechenland annektiert. Super. Und ist jetzt Italien geworden. Okay. Oh, die haben Franz Ferdinand abgemurkst. Diese Halunken. So, wir werden jetzt erstmal unsere Wirtschaft nationalisieren. Oder? Wollen wir das überhaupt? Ja, wobei... ja. Ich glaube, ich nehme nochmal erstmal die 5% extra Machtzuwachs mit. Das Lustige ist, Österreich hat... Oh, okay. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, Serbien gibt es ja gerade gar nicht, aber haben sich kurz hier aufbegehrt. Einfach Chor, Erster Weltkrieg. Hm, bestimmt geskriptet. Können jetzt wirklich Deutschland beitreten, ne? Aber wisst ihr was, wir machen das doch einfach mal. Lass mal ein bisschen YOLO machen. Wir treten jetzt erst den Deutschen bei. Kämpfen dann gegen die Franzosen und gegen die Russen, holen uns da vielleicht ein paar Gebiete. Ich habe keine Ahnung, wie weit es geskriptet ist mit den Friedensverhandlungen hier in der Mod. Naja, hier helfen, da helfen. Nee, weißt du was? Ganz andere Idee. Nee, andere Idee. Das ist ein hübscher Weltkrieg. Und warum zur Hölle ist Frankreich in... warum zur Hölle ist Frankreich in den USA gelandet? Bulgarien hat die Deutschen hintergangen und ist der Ente beigetreten, aber ist gar nicht der Ente beigetreten? Achso, ah, das eine ist das Zahnreich, ah, okay, ich verstehe schon. Hier, Übersetzungsfehler. Nee, falsches Reich ist beigetreten, also ein Reich, was gar nicht existiert. Oh, oh, Mashallah, dankeschön. Ich brauche dringende Ausrüstung, sehr nett von den Amis. Oh, die gehen mir halt auf den Sack, die Deutschen. Alle 5 Sekunden führen sie den Kronprinzplan aus, wegen Russland und so. Weiß nicht, wie oft ich das jetzt noch wegklicken muss. Zum Glück kann man ja Nachrichten ausblenden, ein sehr, sehr praktisches Feature. Bin aber in erster Linie mal gespannt, ob unsere Invasion nach Frankreich funktioniert. Und wenn es funktioniert, dürften die Franzosen sich wahrscheinlich freiwillig unter die Guillotine schmeißen.
Zum Glück haben die Baguettes keine allzu starke Flotte. Na, jetzt schauen wir mal. Landung ist... ja, erfolgreich, sehr gut. Die Schweiz ist auf Seiten der Russen und Franzosen. Das finde ich nicht so nett. Ja, wieder mal in Dünkirchen. Der Ort ist auch wirklich verflucht, ne? Also unsere Offensive hier in Frankreich ist tatsächlich gar nicht so unerfolgreich. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, ob man sieht, Digga, wir haben einfach keine Ausrüstung. Oh, Frankreich hat kapituliert. Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich habe wirklich nur die letzten 10 Minuten hier hingeschaut. Ich habe nicht, keine Ahnung, was hier noch passiert ist. Aber, sehr interessant. Jetzt fehlt nur noch Russland, dann wäre die Ente schon Geschichte. Wir haben bislang 42.000 Mann geopfert. Die Russen haben 355, die Deutschen 450 und Österreich nur 350.000. Manpower sind wir allerdings erfreulicherweise knapp 1 Million überlegen. Aber Russland hat jede Menge Divisionen, aber halt auch eine größere Front abzudecken. Bin mal gespannt, wie das ausgeht. Wir haben hier eine relativ grüne Area. Ich finde es sehr faszinierend, dass die Schweiz immer noch überlebt in diesem Szenario gerade. Das ist nämlich Ragnarök Deluxe, was sie hier abziehen. Und auch die Niederlande, wobei da das Problem wahrscheinlich einfach ist, dass hier absolut abgekämpfte, unfähige deutsche Divisionen stehen und ich habe keinen Bock dahin zu gehen, deswegen, ja, wird so bleiben. Und seit wann ist Belgien eigentlich mit dem Krieg drin? Frag für einen Freund, der Freund ist nämlich gerade ein bisschen alarmiert. Lassen wir jetzt kurz die Russlandfront sein und bewegen unseren Arsch doch mal schnell noch Richtung Belgien, Niederlande. Also ich sag's euch ganz ehrlich, diese erste Weltkriegsära, die ist so ätzend, Alter. Jeder kämpft bis zum letzten Mann, keiner gibt auf, jeder ist eingegraben. Man sieht eigentlich nur noch die Haarspitzen aus dem Schützengraben rausschauen, das ist widerlich. Oh, was ist das denn? Frankreich ist back in town. Dass ich auch immer alles selber machen muss und vor allem die Deutschen krallen sich da in die Gebiete, weißt du? Ich sag's euch ganz ehrlich, ich werde die Deutschen auch noch platt machen, ist mir scheißegal. Wir vernichten nicht nur die Ente, wir vernichten auch noch die Mittelmächte. Schau, ich bin so in Rage, ich kann nicht mehr reden. Naval Invasion, interesting. Deutschen hier, fett, könnte ich eigentlich auch machen, ne? Weil ich hab keinen Bock. Wie kann denn das sein, Digga? Die haben so wenig Divisionen. Warum kommt man hier nicht durch? Ja, es läuft an sich gar nicht so schlecht. Ich meine, wir haben 150.000 Mann verloren, die Russen sind bei 2,3 Millionen. Manpower ist am explodieren. Also, es läuft ganz gut. Ah, schau mal, die sind da oben im Krieg mit Britisch-Indien. Achso, sind ja meine Untertanen. Logisch. Ah, Moskau ist noch so weit weg, schaut euch das mal an. Das sind noch locker 50 Kilometer Luftlinie. Ja, das sind so und so viele Kilometer. Ja, dann sag mal, wie weit ist es denn von hier bis nach hier? Richtige Kommentare bitte in die Kommentare. Wenn es auch echt dreist, dass man den Franzosen hier die Gebiete noch lässt und auch die Schweiz, so diese kleinen Strichstaaten. Ist das irgendwas Neues, irgend so ein Ding oder so? Läuft super. Die Front ist jetzt sogar am rückwärts marschieren. Machen jetzt die Franzosen-Taktik. Wieder einmal stehen wir kurz vor Moskau. Ich habe halt zu wenig Soldaten. Habe halt einfach nur nicht die Wirtschaft gehabt oder beziehungsweise die Manpower. Preparations for war. Ist ja nicht so, dass ich seit 20 Jahren im Krieg stecke, aber gut. Moskau ist übrigens in unserem Besitz übergegangen oder in Österreich-Ungarischen. Wir haben aber 34% Warscore. Das bedeutet, wir können uns ein fettes, leckeres Stückchen Land erobern. Russland nochmal mit einer Naval Invasion, obwohl sie eigentlich gerade am Sterben sind. Na, na endlich. Gott sei Dank. Das nenne ich mal leckere Friedensverhandlungen, Freunde. Die Deutschen haben, ja. Ich habe den Deutschen Russland gegeben. Die haben sich zwar nicht verdient, aber ich will, dass wir am Ende nochmal einen saftigen Krieg haben gegen die Deutschen gleich. So, raus aus der Bude. Was? Italien möchte mir direkt den Krieg erklären. Digga, chill doch mal ganz kurz, Alter. Was ist denn das für ein Bullshit jetzt? Wir können jetzt ein Bündnis gründen. Ich muss ja nur die anderen zwei vernichten, mehr nicht. Damit haben wir jetzt das British Empire gegründet. Und unsere letzte Aufgabe ist eben, die Mittelmächte zu vernichten. Und das besteht halt eben aus Deutschland. Die Mittelmächte haben sich aufgelöst. Was? Na, wir sind in die nächste Epoche eingedrungen, meine Freunde. Das ist ja das Schöne an dieser Mod. Man dringt ja von der einen Epoche in die nächste ein. Und bekommt da neue Focus Trees und so weiter. Guck mal, wie viel Erfahrung die mir gegeben haben. Ich will das gar nicht. Hab das jetzt wieder zurückgesetzt, weil ich will das nicht halt. Keine Ahnung, was die von mir wollen. Wenn ich cheate, dann mache ich das schon schön selber. Digga, die haben mir direkt den Krieg erklärt. Wie unentspannt. Und ich habe hier keine Versorgung, by the way. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir werden jetzt ein bisschen Cheaterino und werden hier die Deutschen und die Österreich-Ungarn ebenfalls mit uns in den Krieg setzen, dass wir hier quasi, ja, die richtigen Mittelmächte nochmal haben. Wir bleiben unaligned. Nebenbei erwähnt. Wir haben ja Ressourcen ohne Ende, aber Öl kriegen wir irgendwie nicht auf die Reihe. Hauptplan ist auch erstmal eine Invasion in Italien. Ich hoffe, dass die Spanier sich raushalten, ansonsten kann ich direkt Feierabend machen. Ich muss übrigens dazu sagen, dass wir hier circa das Doppelte unserer Manpower gegen uns haben aktuell.
aber ich hoffe einfach mal aufs Beste. Zumindest unsere erste Offensive ist ja schon mal ein bisschen geglückt. Denn Deutschland hat ein relativ großes Land zu verteidigen. Oh. Ah, Krise. Übrigens, die Confederated States of America und die Confederate States of America. Ich weiß auch nicht, was die Intention dahinter ist. Italien greift uns jetzt in der Zwischenzeit an. Die sollen mal chillen, Alter. So ohne Witz hier. Mach mich übrigens wieder sehr unbeliebt bei Dominik, weil ich ja seine Wünsche wieder ignoriere. Ich sollte ja eigentlich aufhören, nachdem ich die Ente ausgelöscht habe. Aber ich bin halt einfach ich, ne? Ich muss halt die Mittelmächte auch noch rauslöschen. Es geht nicht anders. Was ist das denn jetzt? Österreich-Ungarn hat Deutschland den Krieg erklärt. Die waren ja nie in einem Bündnis. Ich habe ja kein Bündnis gemacht, weil ich irgendwie keinen Bock hatte. Aber warum zur Hölle haben die denen jetzt den Krieg erklärt? Digga, hört mal auf. Achso, nee, ihr dürft angreifen. Hört mal auf anzugreifen. Ich will mir das anschauen. Ich will wissen, was da jetzt passiert. Der Bruderkrieg. Ja, das kann vielleicht sein. Bruderkrieg. Ja, also Österreich-Ungarn macht gerade die Deutschen platt. Kann auch damit zusammenhängen, dass ich aktuell die Deutschen größtenteils etwas, bedränge. So, genug zugeschaut. Es ist an der Zeit, dass wir wieder mitmischen. Das Problem an diesen Stellungskriegen ist immer, dass so viel Manpower drauf geht. Das ist gerade das perfekte Beispiel von, wenn sich zwei streiten, dann freut sich der Dritte. Wir haben übrigens eine Nicht-Kernbevölkerung von 300 Millionen Mann, aber es bringt mir überhaupt nichts, weil die alle nicht kämpfen wollen, was ich sehr skandalös finde, wenn ihr mich fragt. Man beobachtet übrigens auch die österreich-ungarische Moskau-Expedition. Wer chillt hier eigentlich? Was ist das denn, Alter? Wer zur Hölle ist Wolfgang Kapp? Und der Karl. Der schaut aus wie ein richtiger Karl, ey. Grüße gehen raus an alle Karls. Ah, Viktor Emanuel III. Den kenne ich. Ah, sehr gut. Jetzt müssen wir uns nur noch um... Oh, shit. Ich habe keine Manpower mehr. Oh, ich könnte kotzen. Schauen, wer länger durchhält. Italien oder Österreich-Ungarn. Ah, Österreichs Widerstand ist dann endlich gebrochen. Genauso wie die italienische. Also... Wirklich keine Ahnung, wer zuerst kapituliert von den beiden. Aber ich glaube, ich wiederhole mich, oder? Ah, Österreich-Ungarn hat zuerst kapituliert. Naps. Hätte ich nicht gedacht, dass Italien am nächsten durchhält. Damit bleibt nur noch Italien. Und mit dem Kollaps der Italiener, erfreulicherweise kurz nach den Österreich-Ungarn. Und so schaut es dann aus im Jahr 1920. 10 Jahre sind vergangen, seitdem wir begonnen haben. Fassen wir abschließend zusammen, war wieder mal sehr unterhaltsam. Am Ende dann auch mal der Bruderkrieg, der uns ein bisschen in die Karten gespielt hat. Obwohl wir langfristig wahrscheinlich aufgrund der wirtschaftlichen Überlegenheit dann trotzdem gewonnen hätten. Wir hatten auch die Ressourcen der halben Welt unter unserer Kontrolle, inklusive der ganzen Kolonialgebiete hier. Deswegen denke ich mal, wäre das keine große Herausforderung mehr gewesen. Jedenfalls bedanke ich mich jetzt bei euch allen fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und nicht vergessen... Aha. Hübsche Farbe. Nicht vergessen, keine Krabben essen. Tschüss.